Guten Morgen. Der Tod ist schlimm. Oder der Tod ist nicht schlimm. Aber wenn der Tod schlimm ist, dann ist der Tod schlimm. Was sage ich hier? Es geht darum, wir als Mensch nehmen uns heraus, dass wir eine Hochrasse sind. Eine Rasse, die sich über sich selbst erhebt, weil wir unser Gehirn haben und in gut und schlecht unterteilen können. Was auch allgemein akzeptiert ist, weil das immer ein Konsens einer Gesellschaft ist, und uns selber dafür auserkoren sehen, die Regeln dieser Welt zu machen. Und das eine Regel: der Tod ist schlimm. So. Bloß wenn wir die größte Rasse sind und den Tod als etwas Schlimmes betrachten, dann muss man sich natürlich fragen, warum ist der Tod schlimm? Und dann kommt man natürlich ganz schnell zu ganz, ganz vielen Aussagen. Eine davon ist, der Übergang ist oft mit Leid verbunden, nicht nur für denjenigen selber, also für mich als derjenige, der stirbt, sondern auch für die Angehörigen, wenn derjenige nicht mehr da ist. Es gibt doch nichts Schlimmeres, als wenn ein Kind stirbt oder das eigene Kind stirbt. Und solche Dinge sind dann in den Raum geworfen. Nun, wie ist das denn bei Tieren, die ja auch Leid erfahren und natürlich auch Leid erfahren? Wer eine Kuh schon mal gehört hat, deren Kalb entrissen wurde, der wird wissen, dass das sehr viel Leid eine Rolle spielt. Und wenn wir denn so eine überlegene Rasse sind und sagen, der Tod ist was Schlimmes und das Leid ist etwas Schlimmes, warum projizieren wir das nur auf unsere eigene Rasse, obwohl die entscheidenden Merkmale, das Leid für andere Rassen, insbesondere Säugetiere, genauso gilt? Nun könnte man sagen, okay, der Tod ist ja gar nicht schlimm. Das ist dann das Nächste, was dann oftmals dann in die Diskussion reingebracht wird. Nein, der Tod ist etwas ganz Natürliches. Im Tierreich sterben die ganze Zeit die Menschen nicht, sondern die Tiere weg, weil sie sich gegenseitig essen. Also können wir auch Tiere essen. Ja, gut. Aber wie ist es denn in der Realität, wenn man dann selber stirbt oder wenn andere stirben? Das ist dann so, das ist de facto einfach so eine Worthülse ist, der Tod ist nicht schlimm. Aber unsere Gesellschaft leidet unter dem Tod. Und das ist nicht wegzudiskutieren. Und das ist so ein bisschen so eine, ja, so eine Zweischneidigkeit, ne? Einerseits sagen wir, der Tod ist etwas Schlimmes, aber dann sagen, okay, wenn die Tiere sterben, obwohl die genauso leiden wie wir Menschen und genauso ja, wirklich ein unglaublich intensives Schmerzgefühl haben, wenn jemand stirbt aus aus ihrer Familie oder ihnen weggerissen wird oder sie selber halt nicht mit einem Kopfschuss getötet werden, sondern vielleicht irgendwie ausbluten oder sowas. Na, da sagen wir dann halt, oh nö, das ist natürlich. Fühlt sich durch und durch nicht richtig an. Absolut nicht richtig an. Und ich finde das einerseits auf jeden Fall interessant, dass wir uns über uns selber erheben können und auf die Dinge draufschauen, auch auf uns selber, was die Tiere allen Anschein nach noch nicht können, ist da ganz bewusst noch nicht, denn die Evolution führt auch bei anderen Lebewesen meiner Meinung nach mit Sicherheit dazu, dass sie eben auch ähnlich wie der Mensch über sich selbst reflektieren können. Ja, wenn wir denn so eine hohe Rasse sind, warum sind wir dann so auf diese eigene, unsere Rasse beschränkt, obwohl die Merkmale, die wir nennen, ebenso auf andere Rassen auch zutrifft? Und da muss ich sagen, da fehlt mir so rein auf der Verstandesebene, nicht auf der emotionalen Ebene. Wenn da jemand aufgrund seiner Konditionierung da gerne weiter Fleisch isst und das für sich als normal empfindet, ist ja sein Empfinden, ich kann es nicht. Wenn aber jemand auf Verstandesebene diskutiert und dann so zweischneidig daherkommt und einerseits den Tod als Schlimmes sieht, aber dann doch nicht den Tod bei anderen Lebewesen und vielleicht auch sogar den Tod bei anderen Menschen, ist auch absolut gerne als Argument genommen, ne? Meint, der Tod von mir und den Familien, das interessiert mich, aber alle anderen interessieren mich nicht. So, also dasselbe Prinzip. Ne? Und da stimmt irgendetwas nicht. Da stimmt irgendetwas nicht von der eigenen, ja, von seinem eigenen Wesen her. Und da stimmt Folgendes nicht, dass man einfach die Verbindung zur Natur, zu sich selbst überhaupt nicht schafft, obwohl wir ohne die Natur gar nicht existieren würden. Man blendet bewusst Dinge aus und lebt ein Leben der Illusion. Und das ist natürlich eine Sache, wo ich einfach mal
etwas sagen möchte, dem einen oder anderen, der eben mit dieser Argumentation kommt, dass der Tod etwas Schlimmes ist, aber zeitgleich trotzdem tierische Produkte zu sich nimmt, dann einfach mal so die Möglichkeit geben möchte, darüber nachzudenken, ohne zu bewerten, das ist meine Sicht der Dinge. Ich versuche das immer recht neutral zu halten, auch wenn es bei gewissen Themen sehr, sehr schwer fällt. Denn eins ist der Fakt, wir brauchen keine tierischen Produkte. Wir brauchen keine tierischen Produkte. Wir machen das aber trotzdem. Das heißt, wir initiieren den Tod von fühlenden Lebewesen. Warum? Was ist die Rechtfertigung? Weil wir es können. Ich weiß nicht, wie euch das für euch sich anfühlt. Ich meine, für den Teil, der jetzt, sag mal, pflanzlich sich ernährt, für den sich das normal anfühlt. Also das Video ist eher an die gerichtet, die tatsächlich noch tierische Produkte essen. Und man sagt ja so, die Bewusstheit ist ein Evolutionsfortschritt. Also, dass wir bewusster werden, dass wir also uns auf uns selber draufschauen können, uns bewerten können, Moral, Ethik und, so, und all die Dinge. Doch dieser Evolutionsfortschritt beinhaltet ja nicht auch, dass wir, was das ökologische Gleichgewicht auf der Erde angeht, dass wir uns da ein bisschen, ja, mal Gedanken machen. So, und wenn wir vom ökologischen Gleichgewicht reden, dann reden wir natürlich zum einen von der Massentierhaltung, die das ökologische Gleichgewicht viel mehr aus den Bahnen wirft als die ganze Industrialisierung zusammen, sondern wir reden auch davon, dass eine gewisse Artenvielfalt und keine künstliche Überstimulierung einer gewissen Population, dass das auch, wenn man wirklich in einem ökologischen Gleichgewicht leben möchte, wo die Natur auch das Gleichgewicht bereitstellt, was sie ja tut, dass man da so wenig wie möglich eingreifen sollte und dann zu dem Schluss kommt, zu sagen, hey, auch auf dieser Ebene, muss ich sagen, ja, ist geistiger Fortschritt oder eine geistige Evolution immer verbunden mit dem Weglassen von tierischen Produkten. Oder man eben fährt halt in einen anderen Ansatz, dass man generell sagt, der Tod ist nicht schlimm. Das Kuriose oder das Schöne dabei ist, man kann auch beides machen. Denn das ist so ein bisschen mein Gefühl. Zum einen finde ich den Tod nicht schlimm, auch von den Menschen nicht schlimm und auch nicht meinen eigenen Tod schlimm. Und zum anderen ernähre ich mich trotzdem pflanzlich. Also man kann da auch eine Kombination wählen. Aber oftmals ist bei Argumentationen oder bei Diskussionen, wenn es um pflanzliche Ernährung geht, immer so die Angst im Hintergrund, hey, der will mich überzeugen, aber ich will doch mein Zeug. Nein, niemand will jemandem was wegnehmen. Aber es ist doch für eine Gesellschaft eine wichtige Sache, dass man sich auf intellektueller Ebene auch durchaus mal darüber Gedanken macht und austauscht bezüglich seiner Argumente, der Stringenz der Argumente und inwieweit das überhaupt Sinn macht. Und ich denke, den einen oder anderen gibt es dann auch, der über diese Verstandesebene, über die recht wenig gesprochen wird, vielleicht den Zugang dazu findet, sich etwas ökologischer, etwas ethischer, etwas moralischer zu verhalten und tierische Produkte einschränkt oder ganz drauf verzichtet, dass wegen ihm Tiere getötet werden. Ja, das waren mal so meine Gedanken zum Tod und dieser Ambivalenz, die ich oft spüre, wenn ich mit Menschen über den Tod rede und diese zeitgleich dann Tiere verzehren. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Alles Liebe.